werde ich wahrscheinlich den ganzen Tag in der Küche verbringen. Deswegen dachte ich, mache ich mich extra früh fertig. Stellt sich raus, es ist 1 Uhr. Ich musste mich fertig machen. Nara Smith, ein deutscher Exportschlager auf TikTok, okay? Sie ist die Queen der Rezepte und sie macht alles from scratch. Ein Lifestyle, den ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, okay? Meistens beginnt sie ihre Videos immer mit This morning I asked my toddlers what they wanted for breakfast. Was so viel heißt wie heute haben meine Kleinkinder nach gefragt. Und dann macht sie eben alles selber. Und ich hätte nie gedacht, in meinen 13 Jahren Social Media, dass sowas überhaupt kontroverse sein kann. Aber es ist anscheinend wirklich, also es gibt genug Leute, die sich drüber aufregen. Deswegen stellt sich mir die einfache Frage. Why? Es ist wirklich so anstrengend, alles from scratch zu machen. Oder ist das alles gar nicht so wild, wie es aussieht? Ihr kennt mich, meine Leidenschaft ist in der... Was soll ich sagen? Es ist einfach unfassbar grauenvoll. Deswegen ist es das perfekte Video für mich. Da es gerade bei mir 13 Uhr ist, dachte ich, wir fangen an mit einem Breakfast Classic. Naras Toddlers haben sich nämlich Cerealien zum Frühstück gewünscht. Ein Nara Smith Classic mit 28,5 Millionen Aufrufen. What the fuck? Und ich denke, wenn ich diese Rezepte, die ich mir rausgesucht habe, hinbekomme, wirklich, dann regen sich alle komplett umsonst auf, okay? Weil dann geht das so. 3/4 Cups Reismehl habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Füllstand technisch bedingt. Das finde ich so geil. Irgendeine Bitch hat sich richtig doch mal aufgeregt, als sie die Packung aufgerissen hat. Eine 1/2 Cup Vollkornmehl, 1/4 Cup Zucker, Backpulver, Zimt. Das Rezept ist natürlich komplett in Cups. 1/4 Tasse Wasser. Mein Gott, ich habe keinen Esslöffel mehr. Freddy Phoebes Ölkanne. Irgendwie hat es auch so ein bisschen was Meditatives, oder? Wieso nicht in der Küche stehen? Wieso nicht? Wir machen hier, by the way, auch noch die Lieblings-Kelloggs von ihrem Mann, Lucky Blue Smith. Die beiden sind ja eigentlich so ein richtiges Modelpaar, ne? Sehr jung beide. Ich glaube, sie ist 22. Und angeblich Mormonen. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Viele sind, glaube ich, auch mad, weil es halt einfach extrem wirkt, als hätte sie ihr Leben total unter Kontrolle. Und ich würde mal behaupten, die meisten haben das Gefühl, sie haben ihr Leben gar nicht unter Kontrolle. Und ich glaube, das ist die Krux an der Sache, warum sowas wirklich viral geht und total kontrovers ist. Meiner Meinung nach total unnötig. Oh yes, das sieht voll geil aus. Richtig juicy, glänzend. Okay, und jetzt cutten wir das. Ist es zu dünn? Es kann eigentlich gar nicht zu dünn sein, oder? Komm rein. Aha. Hi. Und was sagst du? Meinst du, das wird was? Mhm. Wenigstens einer, der an mich glaubt. Oh, okay. So, genau, ab in den Ofen damit. Alexa, stelle einen Timer auf 10 Minuten. Nein, stopp! Ah, ich hab vergessen. Warte. Au, 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 au. Bitte guck nicht hier rein, okay? Das ist wirklich der Schandfleck. Soweit ich das sehe, nimmt sie ein wenig Süßstoff und träufelt das noch drüber. Außer, dass man Zucker nicht träufelt, aber ihr versteht, was ich meine. Okay, jetzt aber Ofen. Fertig, zack. 10 Minuten später. Die Cornflakes sind fertig. Sind die überhaupt crispy? Ich würde sagen, hallo? Die sehen geil aus. Wir fügen etwas Milch hinzu für die authentische Experience. Ich bin gespannt. Jetzt stellen wir uns natürlich wieder der allerwichtigsten Frage. Wie schmecken Nara Smiths selbstgemachte Cornflakes? Einer von uns muss es ja machen, ne? Cheers. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie Cinnamon Toast Crunchies schmecken, ne? Ich kann das ja nur mit Cinniminis vergleichen. Und Cinniminis sind ja, wenn ich mich richtig erinnere, schon recht luftig und so gepufft mäßig. Das ist hier halt nicht der Fall. Also die sind schon solider und mehliger. Ich denke, es kommt aber so nah, wie es geht, daran, mit eigenen Hausmitteln das irgendwie gut möglich nachzustellen. Mmh, überhaupt gar nicht schlecht und wirklich überhaupt gar nicht aufwendig. Würde ich das nochmal so machen?
Ich esse halt nicht so oft Cornflakes. Und wenn ich wirklich Bock habe, dann hole ich mir die, glaube ich, schon lieber im Supermarkt und esse dann halt einfach eine Portion von den Originalen. Ich sag eine 3,5 von 5 kann man machen, Sternen. Ey, Hammer! Ich hab das gemacht! Ich! Boom! Kommen wir zum nächsten Gericht. Da fällt mir gerade auf, dass mein Drang, mich zu überschätzen, sehr groß ist. Wie bin ich auf die Idee gekommen, dass ich 3 Nara Smith Rezepte from scratch an einem Tag schaffen kann? Als Amateur. Manchmal kaufe ich sogar vorgeschnittenes Obst, Leute. Das ist mir peinlich, okay, aber ich gebe es in diesem Sinne zu. Vor diesem Gericht mit sage und schreibe 44 Millionen Views habe ich wirklich größten Schiss. Die Toddlers brauchen einen Lunch und Nara hat sich für Grilled Cheese entschieden. Grilled Cheese Sandwich. Dieses Rezept besteht daraus, das Brot selber zu machen, die Mozzarella selber zu machen, das Pesto selber zu machen, die Butter selber zu machen. Was denke ich eigentlich, wer ich bin? Jetzt mal ganz ehrlich. Auch hier wieder wusste ich, dass man Mozzarella zu Hause machen kann. Nein, ich sag euch, ich komme mir vor, als hätte ich keine Ahnung. Jetzt werde ich auch langsam ein bisschen aggressiv. Wenn ich ehrlich mit euch bin, habe ich geisteskrank Angst davor, Mozzarella zu machen. Also wirklich, ich glaube, ich habe heute Nacht sogar davon geträumt. Ich hatte einen Albtraum. Ich war in einer großen Kugel Mozzarella gefangen. Ich bin noch nicht ganz warm gekocht. Ich fange erstmal mit dem Pesto an, das würde ich damit sagen. Ich baller hier schön Basilikum rein. Ist das zu viel? Nee, oder? Knoblauch. Spritz of Lemon. Kann mir einer bitte erklären, warum Pinienkerne so krass teuer sind? Mir kommt es vor, als würde ich Diamanten hier reinschütten. Warum Pinienkerne teuer? Ihre aufwendige Ernte von oft wild wachsenden Bäumen erfolgt nur alle 3 Jahre per Hand. Nach und nach etwas Öl hinzufügen. Parmesanchen. Das ist das Wichtigste, die Haare zu schwingen, dass sie auch wirklich in jedem einzelnen Gericht enden. Ist das ein Haar? Nee. Ey, das ist doch 1A Pesto, sieht doch Hammer aus. Deponiere ich im Kühlschrank. Ey, ich bin 30 und habe noch nie in meinem Leben eigenes Brot gemacht, okay? Das wird so ein richtiges Spektakel für mich. Ich habe hier schon 300 Gramm Mehl und Salz vorbereitet. Und da kommt jetzt nur noch ein halber Block Hefe mit Wasser rein. Oh Gott, ich breche mir den Arm. Diese Schüssel gehört übrigens einer Freundin von mir, die mal hier vergessen hat. Und ich habe sie nie wieder zurückgegeben. Wenn du das hier siehst, danke. Es ist okay, ist okay, voll gerne. Geil. Das lasse ich jetzt 1,5 bis 2 Stunden ruhen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Machen wir weiter mit der Butter. Auch hier wieder. Ich hatte keine Ahnung, dass das Einzige, was man dafür braucht, eine volle Sahne ist, die man einfach schlagen muss. Keine Ahnung, warum das so mindblowing für mich ist. Sahne schlägt mal wieder meinen Thermomix, ist ja wohl klar, ne? Während ich auf die Sahne warte, überlege ich gerade so, wie lustig das ist, dass sich Leute wirklich aufregen, dass sie immer sagt, ja, meine Kinder haben mich gefragt. Heißt das so, ja, wie, deine Kinder fragen dich nach Cornflakes und dann musst du dir erstmal den ganzen Tag machen oder was? Oh mein Gott! Es ist Sahne! Mm. Auch lecker, aber nicht ganz das, was ich wollte. Dann habe ich halt Sahne für meinen Obstteller. Ich bin back mit neuer Sahne! Ey, what the hell? Warum ist die fest? Ah ne, okay, alles gut. Das hat mich an was erinnert. Boah. Es läuft alles nach Plan, keine Sorge. 7 Minuten. Boom! Pray for me. Yes! Gute! Ey, geil. Au! Übertrieben gestochen, ey. Na toll. Ich glaube, am besten legt man das jetzt in Eiswasser und lässt die Buttermilch noch ein bisschen entweichen. Es gibt einen schon, also mir gibt es auf jeden Fall ein krasses Selbstbewusstsein, das alles selber zu machen. Ich bin unnormal stolz auf mich. Ey, ich habe hier so ein Café de Paris Gewürz. Das wollte ich schon immer mal benutzen in Butter. Also wieso nicht in eigener Butter benutzen? Ich mache das jetzt da rein. Hui! Salzflakes. Okay.
rühren. Ey, wenn das nicht wie eine geile Butter aussieht, da weiß ich auch nicht. Und jetzt verschließen. Einfach Butter selbst hergestellt. Yay! Ich pack die mal in den Kühlschrank und dann packen wir die gleich wieder aus. Das Brot ist fertig. Also nicht ganz, aber es hat auf jeden Fall geruht. Mal gucken, wir müssen das Ganze jetzt natürlich noch zu einem Brot überhaupt formen. Wow. Sie hat das natürlich irgendwie so edel so ein bisschen mit so einem Ding hier geschoben. Das habe ich auch. Das habe ich auch. Keine Sorge. Leute, die Gelegenheit habe ich doch genutzt und habe mir den gleichen Topf geholt. Ich würde sagen, da baller ich das jetzt rein. Ich schneide da noch so einen stylischen Schlitz rein. Ich wollte noch ein bisschen Meersalz drüber träufeln, schütten. Ich mache das einfach so ein bisschen in die Schlitze rein. Oh, never mind, das hält eh nicht auf dem Brot. Deckel drauf und ab in den Ofen. So, Alexa, stelle einen Timer auf 30 Minuten. Jetzt kann ich mich auch wirklich nicht mehr länger drücken. Kommen wir zur Mozzarella. Es sieht so krass einfach aus bei Nara, aber da sie keine richtigen Mengenangaben macht, habe ich mir noch mal ein anderes Tutorial angeguckt. Und dafür braucht man 2 Liter Milch und weißen Essig. Und das war's einfach. Geil ist auch, dass ich vergessen habe, meine Amazon-Bestellung abzuschicken. Ich wollte eigentlich so ein Temperaturmesser für einen Topf und alles holen. Ich hoffe, ich krieg's auch mit meinem Thermomix hin. Den kann ich nämlich auf eine bestimmte Temperatur erwärmen. Wir müssen einfach gucken. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe wirklich sehr viel Angst und Respekt. Weil wenn ich das verkacke, dann hasse ich mich. Aber probieren geht über studieren. Also. Die Milch ist jetzt so auf 50 Grad erwärmt. Und jetzt gebe ich nach und nach weißen Essig hinzu. Und zwar genau 7 Esslöffel. Okay, konzentriert bleiben. Das lasse ich jetzt 10 Minuten stehen, dass sich der Käse bilden kann. Oh, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich muss dem Brot jetzt noch den Deckel abnehmen. Wow, 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 wow. Okay, weitere 15 Minuten im Ofen. Sieht es käsig aus? Oh, es sieht sehr käsig aus. Ich sieb mal ab. Oh, es sieht schon sehr krümelig aus, ne? Schaffe ich's? Obviously not. Ich versuche aus diesem Käsehaufen jetzt mal so viel wie möglich von der Milch noch auszudrücken, während die Milch noch mal auf 65 Grad erhitzt wird hinter mir. Und jetzt soll man das zurück in die 65 Grad heiße Milch machen für 30 Sekunden immer. Und Action. 30 Sekunden. Shit, ich habe 30 Minuten angemacht. Okay, jetzt soll man das angeblich so ein bisschen stretchen können, aber das bricht irgendwie noch so ein bisschen auseinander. Vielleicht knete ich es lieber noch so ein bisschen zusammen. Tunken, 30 Sekunden. Oh Mann, ey, ich sehe schon, es wird bestimmt nichts. Bitte, bitte, bitte. Ich kann es nicht ziehen, das ist zu krümelig. Vielleicht ist es auch einfach Frischkäse jetzt. Ich habe doch keine Ahnung. Aber eigentlich kann das ja gar nichts werden, ne? Das braucht ja diese Gummikonsistenz und ich habe das Gefühl, das kriegt man nur durch dieses Lab. Ich weiß gar nicht, ob das scheiß Drecks-TikTok-Rezept, das ich jetzt ausprobiert habe, ob das überhaupt was bringt, ey. Vielleicht ist es auch einfach scheiß Rezept. Vielleicht liegt das nicht an mir. Oder? Was habe ich denn hier? Oh Gott, ein ganz frischer Ball Mozzarella selbst gemacht. Was soll ich machen, Leute? Oh mein Gott, das Brot ist fertig. Alter, guck mal bitte, wie das aussieht. Ich habe es extra im Topf mit dem Backpapier gelassen, während es abgekühlt ist. Damit ihr mir überhaupt glaubt, dass ich das nicht aus dem Bäcker geholt habe. Aus dem Bäcker. Guck dir mal bitte dieses Brot an. Was ist das? Ich weiß es nicht. Alter, das ist ultra krass. Keiner kann mich vom Gegenteil überzeugen. Okay, es wird Zeit fürs Assemblen. Ey, wenn das Brot so krass von innen auch aussieht wie von außen, ciao. Oh mein Gott. Halleluja. Ey, sorry, aber das ist einfach nur krank. I made this. Alter Vater, ciao, ciao, Kakao. Sieht krass aus. Damit beschmiere ich jetzt mein Brot. Dann unser selbstgemachtes Pesto drauf. Wow.
Mozzarella Cheese. Sieht aus wie ein heftiges Sandwich, kann mir keiner was erzählen. Okay, das brate ich jetzt von beiden Seiten an. Actually muss ich dafür beide Seiten noch mit meiner Butter beschmieren. Und dann können wir endlich den Taste-Test machen. Halleluja, 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 Halleluja. Geil! Was für anderen Lunch ist, dafür brauche ich 14, 15, 16, 17, 4,5 Stunden. Und das, obwohl mein Mozzarella gefailed ist. Aber wisst ihr was, vielleicht schmeckt es ja auch nach 4,5 Stunden. Wisst ihr, was ich meine? Das hoffe ich zumindest. Cheers! Mhm. 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 Das Brot ist okay. Ich habe irgendwie mehr so ein frisches Brot vom Bäcker erwartet. Das ist schon fast so ein bisschen zu hefig. Aber ja, gar nicht so schlecht, ey. Ohne Scheiß. Eine solide 3 von 5 Sternen kriegt es trotzdem von mir, alles in allem. Fehlt eigentlich nur noch ein Dessert from scratch. Ich bin noch nicht geistesgestört. Ich finde, ich stehe lang genug in der Küche, okay? Wir können ein bisschen cheaten. Hier ist ein bisschen Raum für einen Cheat, finde ich. Und zwar geht es um einen Late-Night-Snack, der viral gegangen ist. 21,6 Millionen Views. Ich finde es auch besonders süß, dass sie sagt, ja, ich habe hier 2 Vanille-Ice-Scoops, aber manchmal mache ich auch 4. Das fand ich so cute, ey. Ich denke mir so, manchmal mache ich 4 Ice-Scoops, aber manchmal mache ich auch 10. Da ist jeder anders. Aber warum dieses Eisgericht viral gegangen ist, ist, weil sie Olivenöl auf Vanilleeis träufelt und dann noch mit Meersalz verfeinert. Packen wir mal unsere süßen 2 Eiskugeln auf den Teller. Olivenöl-Drizzle. Wie viel mache ich davon? Ich habe das Gefühl, das war schon zu viel. Meersalz drizzle die Dizzle. Und damit sind wir auch fertig für heute. Mann, bin ich excited, dass es vorbei ist. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich wirklich sehr freuen, denn die meisten von euch sind gar keine Abonnenten. Du wirst meine Videos lieben. Sie lieben. Okay, dann bleibt uns nur noch übrig, Eis mit Olivenöl zu probieren. Komischerweise schmeckt das Olivenöl wie Karamellsoße auf Vanilleeis. Das heißt, das Ganze hat eher so ein Salted Caramel Vibe. Hä? Ich bin total verwirrt. Vor allem, das ist krass, weil man spart sich ja theoretisch die Karamellsoße auf einem Eis, was eh schon voller Zucker ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen healthy. Hammer. Ich gebe 5 Sterne. Es ist wirklich ein voller Erfolg für mich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch von mir sehen wollt. Dann kann ich es machen, damit du es nicht machen musst. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Okay, warte mal kurz. Feedback. Lohnt es sich, alles from scratch zu machen? Ich würde sagen, in bestimmten Situationen ja. Wenn man regelmäßig vielleicht was Ungesundes isst, ist es vielleicht besser, das auf Dauer selber zu machen. Mhm. Auf Dauer wird es wahrscheinlich nicht mein Lifestyle. Ich bin ehrlich mit euch. Wenn man Videos darüber machen kann, ist es voll geil. Wenn man die Zeit dafür hat, ist es voll geil. Aber es ist halt nicht mit jedem Lifestyle zu verknüpfen. Da sind geile Sachen dabei. Deswegen, go for it. Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. Es hat mir auf jeden Fall ein gutes Selbstbewusstsein gegeben. Und das ist doch viel wert.